Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Es ist soweit, Freunde. Ich bin mit meinem Hauptaccount, dem Prof. Gartenhorst, nun endlich migriert. Ihr könnt es hier oben schon sehen. Ich befinde mich nun im Königreich 2581 im Bündnis Fame. Mit dem heutigen Tag beginnt nun die Vorbereitungsphase auf den nächsten KVK, wo ich wieder meine 30 Millionen Kills Free-to-Play-Challenge schaffen möchte. Worum geht es bei dieser Challenge? Ich möchte mit diesem Account hier, den ihr gerade seht, im nächsten KVK 30 Millionen Kills machen. Bitte achtet darauf, ich meine Kills und keine Kill-Punkte. Es gibt da einen ziemlich großen Unterschied, wie ihr seht. Hier seht ihr zum Beispiel die Kills-Anzahl und hier seht ihr die Kill-Punkte-Anzahl. Das letzte Mal bei meiner letzten 30 Millionen Kills Free-to-Play-Challenge habe ich die 30 Millionen Kills zwar geschafft und habe insgesamt 500 Millionen Kill-Punkte ungefähr erreicht. Ich erwarte jedoch, dass ich in diesem Königreich hier gegen stärkere Königreiche antreten werde und es deutlich, deutlich schwieriger sein wird, hier 30 Millionen Kills im nächsten KVK zu machen. Dennoch möchte ich zeigen, dass auch ein Free-to-Play-Account in einem wirklich kompetitiven KVK, den wir hoffentlich haben werden, 30 Millionen Kills schaffen kann. Und ich bin deswegen auch extrem motiviert und hyped, denn diese Challenge wird bisher alles toppen, was ich auf YouTube gezeigt habe. Bevor ich nun zu meinem Account und den ganzen Farms komme, die ich euch vorstellen möchte, wo ich gerne tracken möchte, wie viele Ressourcen und Speedups ich in der Vorbereitungsphase und während des KVKs ansparen konnte, um zu zeigen, ob überhaupt ein Free-to-Play-Account 30 Millionen Kills jedes KVK reichen kann und dafür die Ressourcen und Speedups eben erfarmen kann, zeige ich euch eben mal das Königreich, wo ich nun gelandet bin, denn ich kann euch sagen, ich habe sehr hohe Erwartungen und bin extrem gehypt einfach auf dieses Projekt, was ich jetzt für diesen YouTube-Kanal geplant habe. Wir sehen hier einmal das Königreich, das Bündnis Fame hier in der Mitte. So, und wir schauen uns jetzt mal die Listen an von dem Königreich. Einmal hier, man sieht es, unser Bündnis bei 9,2 Milliarden Energie. Dann unsere Alliance Kills liegen bei 268 Milliarden Kill Points. Eine Menge, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir mal, wo ich denn so in dem Königreich liege. Mit aktuell 68 Millionen Energie bin ich 74. im Königreich. Doch relativ hoch, hätte ich nicht gedacht. Und mit den Kills bin ich 71. Das heißt, wir sind ganz gut mit dabei. Na, auch mit meinem Free-to-Play-Account bin ich noch ganz gut mit dabei. Und jetzt würde ich mal sagen, City Hall auch immer sehr interessant. Ich bin tatsächlich 78. hier in dem Bündnis gewesen, der als 78. Level 25 erreicht hat. Auch interessant mal bei den Ressourcen zu schauen, da bin ich deutlich höher als die meisten. Vielleicht bin ich doch nur ein Farm-Account, ein Free-to-Play-Farm-Account. Wir werden es dann im KVK sehen und ich werde euch beweisen, dass ich auch mit diesem Account eine Menge schaffen kann in so einem krassen Königreich, wie ich jetzt nun hier gelandet bin. Das ist relativ uninteressant und die Achievement Points sind auch nicht besonders interessant. Wir schauen uns jetzt nochmal genau das Bündnis an, wie das aktuell hier aussieht. Die Leader und so weiter. Den König, den aktuellen König, kenne ich tatsächlich schon sehr, sehr lange und bin deswegen auch wegen ihm und einigen anderen Spielern, die hier in dem Königreich sind, migriert. Denn ich weiß, dass die hier einen wirklich, wirklich guten Job machen. Und ich Teil dieser Community sein möchte mit meinem Gartenhorst, mit meinem Prof-Gartenhorst. Auch sehr, sehr hohe Power-Spieler hier, 133, 132 Millionen, 118 Millionen und alle mit einer Menge Killpoints. Wir können ja uns eben mal die Accounts anschauen. Einmal hier 7 Milliarden Killpoints, davon bin ich noch sehr weit entfernt. Auch nochmal 7 Milliarden und hier, was haben wir hier? 4 Milliarden und dann haben wir noch ein paar Rang 3 und ich bin aktuell hier Rang 2. Auch hier nochmal, schaut mal her, 191 Millionen Spieler mit 5 Milliarden Killpoints. Also da sind wirklich ein paar sehr, sehr große Spieler mit dabei, mit denen ich natürlich versuchen werde mitzuhalten, auch wenn ich mit meinem kleinen Account da keine Chance haben werde. Aber wir werden unser Bestes geben und hoffentlich die 30 Millionen Kills im nächsten KVK schaffen.
Ich zeige euch jetzt auch noch mal kurz die Anforderungen, die ich für diesen Account in dem KVK, in dem kommenden KVK einhalten oder erreichen muss. Ich denke, das ist auch nochmal für euch interessant, um mal zu vergleichen, was ihr noch im Königreich erreichen oder schaffen müsst und was ich jetzt in diesem Königreich machen muss. So, ich habe euch jetzt mal eingeblendet, was die Anforderungen in meinem Königreich sind. Ihr seht, hier sind drei Faktoren sehr, sehr wichtig. Einmal die Dragon Kill Points, die Truppentoten oder die Toten einfach und die Kills. Wir fangen mal unten an mit den Kills, weil das am einfachsten ist. Bei den Kills wird eben, je nachdem wie hoch eure Power ist, eure Energie, wird eben eine bestimmte Killsanzahl mindestens erwartet. In meinem Fall, mein Account wird zwischen 65 und 70 Millionen liegen. Dementsprechend wird nach der Tabelle von mir verlangt, dass ich 9 Millionen Kills mache. Ihr wisst aber, mein Ziel sind nicht die 9 Millionen, sondern die 30 Millionen Kills für dieses KVK. Dann machen wir weiter mit den Toten. Als T5-Spieler, was ich nämlich bin, wird von mir erwartet, dass ich 30% meiner Truppenpower töte. Als T4-Spieler wird eben erwartet, dass man 1 Million T4-Truppen tötet. 30% Truppenpower ist ein bisschen interessant. Ich weiß nicht, ob das viele Königreiche machen. Aber wie genau das dann eben aussieht bei meinem Account, rechne ich euch dann gleich nochmal vor. Und dann gibt es noch die Dragon Kill Points. Sowas gibt es nicht besonders oft in deutschen Königreichen, da muss man eher in den internationalen und gut organisierten Königreichen sein. Für die Dragon Kill Points, einige deutsche Königreiche haben das bestimmt aber. Da geht es eben darum, dass man die Kills und die Tote mit einem Faktor belegt, je nachdem ob das T4 oder T5 Kills oder Tote gewesen sind, um halt abzuwiegen, wie gut tatsächlich die Kills und Tote gewesen sind, die ein Account eben gemacht hat. Und hier steht zum Beispiel, für T4-Kills gibt es einen Faktor von 1,5, für T5-Kills gibt es einen Faktor von 4, für T4-Tote gibt es den Faktor 12 und für T5-Tote gibt es eben den Faktor 20. Und je nachdem, was ihr dann an T4, T5, Kills und Toten dann gemacht habt im KVK, kann man dann eben ausrechnen, wie hoch deine oder die Killpoints, die Dragon Killpoints gewesen sind von dem eigenen Account. Und hier steht, Minimum an Dragon Kill Points sind 75% der Power eines Accounts. Wichtig auch, ich interpretiere hier die Zeile mit Pass 8 Öffnung und Pass 9 Öffnung, Pass 8 Öffnung und Kingsland so, dass wirklich auch nur die Kills und Tote gezählt werden, die man während der Zeiten, der Kämpfzeiten macht, wo die Pässe auch öffnen. Das heißt, wenn der Kampf aufgehört hat, aber jetzt ein MGE-Kill-Event ist und man deswegen halt anfängt, gegen andere Leute zu kämpfen, um seine Punkte eben im MGE schön hoch zu haben und eventuell halt die Belohnung zu bekommen, kann das sein, oder so interpretiere ich es auf jeden Fall hier, dass diese Kills und Tote nicht in die Statistik mit reinzählen werden. Was mir natürlich ganz gut in den Kram passt, weil ich bin niemand, der bei MGs immer da hinschaut und versucht, da gute Ränge zu haben. Mir ist bewusst, dass als Free-to-Play-Spieler ich eigentlich nicht das Recht habe, dort die Kommandanten zu bekommen, vor allem, weil die wenigsten auch für Free-to-Play-Spieler interessant sind. Dementsprechend mache ich bei solchen Kill-Event-Kills sehr selten mit und konzentriere mich wirklich nur auf die Passöffnungen, um dort halt das Maximum an Kills und Tote für das Königreich zu erzielen, denn da haben sie auch einen Zweck für das KVK, nämlich dass wir halt zum Beispiel bei den Ruinen die Ehrenpunkte bekommen oder dass wir halt das Land der Gegner, die Flaggen und so weiter abbrennen, weil wir halt jetzt in deren Zone halt reinkommen. Ne, das sind Kills und Tote, die sich für das Königreich lohnen. Diese MGE-Schlachten sind natürlich ganz nett. Insbesondere für diejenigen, die eben im MGE einen Platz versprochen bekommen haben und deswegen halt die Kills machen sollten, um halt die Belohnung zu bekommen. Aber ansonsten sind diese Schlachten nicht unbedingt sinnvoll für das Königreich und wenn ich das hier richtig sehe, werden die dann auch dementsprechend nicht in die Statistik mit reingehen. Auch noch interessant, die Farmen, die man hat, können auch für den eigenen Main an Punkte halt generieren. Das heißt, wenn ihr mit euren Farm Tote und Kills macht, könnt ihr die dann für euren Main-Account mit dazu zählen, was ganz cool ist. Und Rage
Ranged-Punkte, also die Fernkampf-Kills, die ihr macht, zählen nicht mit rein, weil hier in dem Königreich erwartet wird, dass man im Murderball-Fight und nicht Range-Units, also die Fernkampfeinheiten benutzt. So, und jetzt schauen wir uns mal genauer an, ob überhaupt die Kills und die Tote, die von mir verlangt werden, reichen, um die Dragon Kill Points zusammen zu bekommen. Hier habe ich eine Spalte gemacht mit Dragon Kill Points in Millionen. Ich rechne damit, dass mein Account um die 70 Millionen Energie haben wird und ich soll 75% meiner Energie in Dragon Kill Points haben. Das heißt, mein Ziel sollte es sein, 52,5 Millionen Dragon Kill Points zusammen zu bekommen. Wir fangen mal mit den Kills an. Bei den Kills wird von einem 65 bis 70 Millionen Spieler erwartet, dass er 9 Millionen Kills macht. Deswegen die 9 hier. Und ich gehe davon aus, dass ich 50% an T4 und 50% an T5 Kills mache. Hier hinten ist noch der kleine Faktor. Also 50% von 9 Millionen ist ganz einfach 4,5 Millionen. Das wollte ich jetzt nicht mir in der Spalte hier anzeigen lassen, sondern direkt die Dragon Kill Points mal ausrechnen lassen. Deswegen der Faktor 1,5 für die T4 und hier unten dann der Faktor 4 für die T5. Und wir schauen jetzt mal, wenn ich 50% T4 Kills mache, wie viele Dragon Kill Points das schon mal wären. Da wären wir bei 6,75 Millionen Dragon Kill Points und einmal hier bei den T5 bei 18 Millionen. Ich habe hier mal eine Spalte gemacht. B3 ist dieses Feld und B4 ist dieses Feld. Also das rechnet mir quasi jetzt aus, wie viele Dragon Kill Points ich insgesamt durch meine Kills dann hätte. Vorausgesetzt, ich schaffe 50% T4, 50% T5. Ich erwarte mehr tatsächlich, aber wir rechnen mal damit. Dann wäre ich insgesamt bei den Kills bei 24,75 Millionen Dragon Kill Points und hätte fast die Hälfte an Dragon Kill Points durch meine Kills bereits geschafft. Und jetzt machen wir dasselbe mal mit den Toten. Also, bei mir wird erwartet, dass ich 30% von meiner Truppenpower töte. Das sind bei mir wahrscheinlich dann 20 Millionen Truppenpower am Ende des KVKs. Deshalb steht hier schon mal die 6. Also 6 Millionen an Truppenenergie muss ich während des KVKs verlieren. Wenn wir auch hier sagen, dass 50% davon eben T4 und 50% davon T5 sind, dann wären das ausgerechnet einmal bei den T4. Ups, das ist gleich fehlt. Dann wäre das ist ausgerechnet bei den T5 jetzt 0,3 Millionen T5, sprich 300.000 T5 Tote. Und einmal bei den T4, wie viele T4 Tote müsste ich dann machen? Wir wären dann bei 0,75 T4 Tote. Also knapp über 1 Million Tote müsste ich dann machen, wenn ich 50% T4, 50% T5 Tote während des KVKs hätte. Und jetzt rechnen wir hier einmal die Dragon Kill Points aus, die ich dafür bekommen würde. Der Faktor bei T4 Toten war 12, der Faktor bei T5 Toten war 20. Dementsprechend schauen wir jetzt einmal, wie viele Dragon Kill Points das dann wären. Das wären gerade mal 15 Millionen Dragon Kill Points. Dementsprechend würde mir noch einiges fehlen an Dragon Kill Points, um die 52 Millionen Dragon Kill Points zusammenzubekommen. Das heißt, es wird auch erwartet, dass man eben mehr macht als nur das Minimum, was eben gefordert ist, nämlich die 9 Millionen Kills und die 30% an Truppenenergie, die man eben dann während des KVK tötet. Das wird in der Regel nicht reichen, um die geforderten Dragon Kill Points zu schaffen. Und dann ist es jedem selber überlassen, wo er eben dann mehr oder also weniger funktioniert, nicht wo er dann insbesondere bei den Kills oder bei den Toten halt, wo er dann mehr Kills oder Tote sammelt. Bei mir ist ja das Ziel, ich möchte 30 Millionen Kills machen. Wir können das auch eben mal schnell ausrechnen. Wenn ich 30 Millionen Kills machen würde, wie viele Dragon Kill Points würde ich dann für die Toten, für die Kills bekommen? Und zwar sieht man es jetzt hier genau. Man würde dann insgesamt, oder ich würde dann insgesamt 82,5 Millionen Dragon Kill Points bekommen. Dementsprechend hätte ich eigentlich meine Mindestanforderung, ist auch zu erwarten bei 30 Millionen Kills, völlig ausreichend absolviert und wäre dann schon fast bei 100 Millionen Kill Points, Dragon Kill Points, obwohl bei mir nur 52 Millionen Dragon Kill Points erwartet werden.
Ich hoffe, das hat ein bisschen veranschaulicht, wie das dann so funktioniert mit den Dragon Kill Points und was dann tatsächlich erwartet wird. Bereits im Intro habe ich gesagt, dass ich für dieses KVK tracken möchte, wie viele Ressourcen und Speedups ich mit meinem Hauptaccount, dem Prof. Gartenhorst, und mit meinem Farmen erfarmen kann und ob man überhaupt als Free-to-Play-Spieler 30 Millionen Kills finanzieren kann, so gesehen, in dem Spiel Rise of Kingdoms. Denn es macht keinen Sinn, wenn ich jedes KVK versuche, 30 Millionen Kills zu machen und ich am Ende keine Ressourcen und keine Speedups mehr habe, um diese 30 Millionen Kills überhaupt zu schaffen. Deswegen wollen wir jetzt dieses KVK einmal tracken, ob ich es schaffe, mit meinem Farmen und mit meinem Hauptaccount die nötigen Ressourcen und Speedups zusammenzubekommen, um die 30 Millionen Kills Free-to-Play-Challenge zu finanzieren. Deswegen fangen wir jetzt einmal an und öffnen alles, was wir so rumzustehen haben, und das könnte bei mir eine Menge sein, wo Ressourcen mit drin sind. Wir werden alles öffnen, damit wir komplett bei Null anfangen, so gesehen, beziehungsweise halt alle Ressourcen und Speedups dann geöffnet und in meinem Rucksack haben, damit ich dann sehr gut tracken kann bis zum Ende des KVKs, wie viele Ressourcen ich ausgegeben habe und wie viel ich ersammelt bzw. erspart habe. Deswegen fangen wir jetzt mal an. 3656 Silberschlüssel werden jetzt einfach mal geöffnet. Hat ein bisschen gedauert. Der Computer musste eben mal ausrechnen, was ich alles für schöne Belohnungen bekomme. Und 57 Goldschlüssel öffnen wir eben auch mal. Kriegen sogar eine Martell, perfekt. Brauche ich zwar nicht mehr, aber man nimmt, was man bekommt. Und hier nochmal 70 von diesen Schlüsseln, auch wenn die keine Ressourcen haben. Ah doch, haben sie doch. Ja gut, dass ich sie geöffnet habe, ne? Das heißt, wir sind jetzt bei den Schlüsseln komplett bei Null. Sehr gut, und jetzt schauen wir mal noch im Rucksack, was wir da rumzuliegen haben. Bei diesen Truhen, die werde ich einfach tracken, wo wir jetzt sind, und werde euch das gleich alles nochmal einblenden, bei wie vielen Truhen wir sind. Dann Speedups technisch genau dasselbe. Diese Truhen werde ich dann auch nochmal dann einblenden, beziehungsweise ich werde eine Statistik machen, wie viel ich wovon habe. Das blende ich euch dann gleich alles nochmal ein. Aber ich denke, hier hinten bei Others dürften wir noch ein paar Sachen haben, die ich öffnen kann. Zum Beispiel die 2556 Ete-Truhen. Los geht's. Die geben nämlich nochmal Silberschlüssel. Müssen wir eben nochmal Silberschlüssel öffnen. Und können wir noch etwas hier öffnen? Ich denke nicht. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Ich schaue eben nochmal schnell durch. Ich sehe nichts mehr, was ich noch öffnen kann. Und die hier natürlich, aber das sind nur Goldköpfe. Dementsprechend öffnen wir noch die restlichen Schlüssel, die ich gerade zusammenbekommen habe. 1857 Schlüsse noch für die restlichen Speedups. Und natürlich Ressourcen. Und dann starten wir jetzt mal mit den Ressourcen. Ich werde euch an der Seite einblenden, wie viele Ressourcen und Pakete und Pipapo alles mit dabei ist, und scroll eben mal schnell durch. So, nun die Speedups. Gut. Und damit werden wir nun versuchen, im nächsten KVK 30 Millionen Kills zu machen, und in der Zwischenzeit, in der Vorbereitungsphase, werde ich eine Menge farmen müssen, eine Menge Festungen machen müssen, um meine Speedups und Ressourcen hochzukriegen. Auch hier nochmal oben nochmal drauf achten, wie viele Ressourcen ich jetzt aktuell habe. Und dann werde ich das über das KVK hinweg tracken können und euch sagen, ob ich überhaupt die Ressourcen und Speedups zusammenbekommen habe, um meine 30 Millionen Kills zu finanzieren. Wir springen jetzt zu meinem nächsten Account, denn ich habe auch noch Farmen, und bei den Farmen werde ich das genau dasselbe machen, wobei wir jetzt natürlich nur auf die Ressourcen achten werden, denn es sind die Ressourcen, die ich dann übertragen kann auf meinen Hauptaccount, um dann meinen KVK zu finanzieren. Für alle, die das Video bis hierhin geschaut haben, habe ich noch eine wichtige Info, die hoffentlich der Großteil von euch bereits mitbekommen hat. Es geht um die neuen Ausrüstungsteile, welche von Lilith angekündigt wurden. Jeder von euch müsste dazu drei System-Mails bekommen haben: einmal Aktualisierung des Ausrüstungssystems, dann Änderung der erforderlichen Menge an Ausrüstung und zu guter Letzt Überprüfung der Aktualisierung des Ausrüstungssystems. Für diejenigen, die die Mails nicht gelesen haben und kein Video dazu gesehen haben, fasse ich eben kurz zusammen, worum es geht.
Lilith plant, neue legendäre Ausrüstungsteile für Kaff, Inf und Bogi zu veröffentlichen, die höchstwahrscheinlich besser sein werden als das aktuelle Equipment. Zum Beispiel die KVK-Waffen und Helme aus dem Kampfshop der Eroberungsstaffel sollen dann durch neue Waffen ersetzt werden. Die Kosten für das Schmieden der aktuellen KVK-Waffen und Helme sollen auch verringert werden, was ein starker Indiz dafür ist, dass das neue Equipment besser sein wird als das alte. Die Rise of Kingdoms Community hat sich darüber jedoch sehr beschwert, weswegen das Update nochmal überarbeitet wird. Dennoch solltet ihr aus meiner Sicht erstmal keine legendären Equipment-Teile mehr schmieden, abgesehen von den Accessoires, denn da wird es erstmal keine neuen Teile geben. Ich denke zwar, dass die Entwickler uns Spielern etwas entgegenkommen werden und das neue Equipment etwas spielerfreundlicher eingeführt werden wird, dennoch wäre es ärgerlich, jetzt ein legendäres Equipment zu schmieden, was in wenigen Wochen durch ein besseres ersetzt wird. Daher spart eure Materialien und nutzt sie ausnahmsweise dann für Accessoires. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und Abo da, teilt das Video auch gerne mit euren Mitspielern und falls jemand von euch sich traut, meine 30 Millionen Kills Free-to-Play-Challenge zu machen oder auch als Nicht-Free-to-Play-Spieler sie zu machen, dann schreibt mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Ich bin gespannt, wie viele von euch sich der Challenge stellen werden und wie viele davon am Ende auch die 30 Millionen Kills schaffen werden. Freunde, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann im nächsten Video.